Guten Abend, wir sind zurück hier bei Software Inc. und wollen direkt weitermachen. In der letzten Folge haben wir unser Büroraum fertig gemacht und wir haben uns, also beziehungsweise ich habe mich dazu entschieden, dass wir jetzt erstmal das so lassen. Das heißt also, diesen Raum fertig schalten. Wir werden jetzt erstmal wieder weitermachen, dass wir hier auch ein bisschen was anderes machen. Es ist ja auch gang und gäbe, dass die Gebäude ja nicht komplett immer direkt alle eingerichtet werden. Auch wenn es merkwürdig ist, dass dieser Raum schon fertig ist, aber man hat halt eben zufälligerweise genau zweimal von allem, also genau das Doppelte hier eingekauft. Ja. Okay, was machen wir als erstes? Wir gucken mal unser Team an, unser Kernteam. Da haben wir zwei Mitarbeiter, das heißt, wir können auch zwei Stück einbringen. Wir könnten vielleicht jemanden designtechnisch, Codierungstechnik und grafiktechnisch, was 3Ds angeht oder Netzwerk oder Audio. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen was gebrauchen. Deswegen werden wir mal einen neuen Mitarbeiter einstellen. Bevor wir das machen, gucken wir uns aber erstmal an, wie viel verdient denn momentan unsere Mitarbeiterin Natascha Montgomery. Sie verdient momentan 3.300. Das heißt, das wird ungefähr auch der Gehaltsrahmen sein, den wir suchen. Das heißt, wir werden genau zwei Personen jetzt noch hier suchen. Einen Designer oder Programmierer. Wir gucken noch mal kurz. Design, das Grafik könnte man echt noch was gebrauchen hier. Aber Programmieren hier 3D, Design 3D haben wir eben gar nichts. Netzwerk und Audio, da könnten wir auf jeden Fall was gebrauchen. Okay, nee, das nicht. Mitarbeiter einstellen, nein, nicht Leitung, sondern Designer, nicht System. Wir suchen mal nach Audio. Gehalt ungefähr 3.300. Kosten, wir geben mal so viel aus, wie es möglich ist. Allgemeine Fähigkeiten. Achso, das sehen wir dann halt eben. Ja, wir werden einfach, das kostet halt eben ein bisschen was. Dann gucken wir mal nach Fähigkeiten. 19. Oh mein Gott. Ja. Das sind jetzt nicht wirklich so die Waren. Und da müsste man echt wirklich viel mehr bezahlen. Aber ich würde die dann lieber auf Fortbildung schicken, als jetzt da so viel Geld auszugeben. Auch wenn wir momentan viel Geld haben, aber man muss da auch bedenken, dass wir danach keine wirklichen Kosten hatten. Die Gehaltskosten sind nämlich schon nicht ohne. Ja, das ist eigentlich gar nichts. Na, da brauchen wir auch nicht weiter runter, ist ja klar, weil da kommen ja nur noch schlechtere. Pauline Riley hat auch ein bisschen grafisch was, aber gut, sie stellen wir mal ein. Zack. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir noch jemanden einstellen. Ich glaube schon. Vielleicht mal hier den Alvaro Huff. Oder wir suchen nochmal. Ich glaube, wir suchen nochmal. Das heißt, wir haben jetzt, hat sich jetzt hier was verändert? Nein, nicht wirklich. Design 3D. Das könnten wir auf jeden Fall mal gebrauchen. Okay, dann gucken wir mal. Wir gehen mal auf 3.500. 3D, ja, Kosten bezahlen das schon mal. Oh, da haben wir aber jetzt... Okay. Nur weil wir jetzt... Haben wir jetzt einfach nur Glück gehabt? Dann schmeißt man den... Das ist zwar ein bisschen hart, aber ist ja auch keine Regel gewesen, die wir uns da aufgestellt haben. Ja, dann nehmen wir hier einstellen. Und dann nehmen wir noch hier Itel Lindsay einstellen. Genau, und dann werfen wir den anderen wieder, die andere wieder raus. Ist zwar hart, aber jo, ist dann halt leider so. Kriegt ja dann auch hoffentlich eine Abfindung. Wer war das? Pauline Riley. Ja, keine Ahnung, warum wir da jetzt jemanden bekommen haben, der da quasi nichts kann. Habe ich vergessen, irgendwas einzustellen? Ich glaube nicht, ja, entlassen. Jo, okay, das war eine kurze Zeit. Okay, gut. Wir könnten ja selbst auch
eben mal auf hier auf Fortbildung gehen. Das lassen wir aber mal. Sie hier kann gut kodieren. Emery, der kann gar nicht kodieren. Sind das halt eben gute Designer. Das wird dann sich hier gut aufgeteilt. Designer und Designer. Hier lassen wir jede Rolle und hier lassen, machen wir auf Programmieren, damit sie sich darauf konzentriert. Genau. Ich denke, das ist erstmal in Ordnung, dass wir das so aufteilen. Ja, vom Gehalt her passt das hier. Sie kriegt dann, können wir Gehaltserhöhung machen, dass sie dann eben gleich viel verdienen tut. Empfohlenes Gehalt nochmal 95 dazu, weil ich hätte schon gern, dass da eben, ich weiß nicht, ob da Stress aufkommen kann wegen dem Gehalt, aber ich hätte schon gern, dass dann die Leute hier eben genauso viel verdienen. Ich denke, das wäre auch fair. Geht leider irgendwie nicht. Details, oder kann man das hier irgendwo machen? Nee, irgendwie nicht. Okay. Ja, wir müssen noch was machen. Habe ich gerade gelesen. Und zwar brauchen die auch noch irgendwie ja, irgendwas zu essen und sowas. Das machen wir hier oben, glaube ich. Kann man das nicht drin machen? Raus machen? Okay, schade, dann werden wir das mal hier reinstellen. Verkaufsautomat. Und dann hier, das kann man auch sicherlich draußen hinstellen, oder? Müssen wir also hier so einen Tisch hinstellen, dass man dann draußen Kaffee trinken kann. Ist ja auch nicht verkehrt. Okay, das geht nicht. Das kann man also nicht draußen hinstellen. Schade. Ja, die müssen dann halt eben eine Etage höher. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Können sich dann draußen hinsetzen. Oh, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Die Toiletten. Wo machen wir die denn hin? Na, hier in den Untergrund, genau. Warum nicht? Müssen sie halt weit laufen. In den Keller. Genau. Na, das müssen jetzt keine großen Toiletten sein. So, dann machen wir hier noch eine Teilung rein. Ist ja auch toll. Na, so, dann hier, wo haben wir Toiletten, Toiletten, Toiletten? Genau. Erstmal Licht. Dann hier einsam. Hier unten, genau. Zack, das wird schon irgendwie funktionieren. Okay. Das heißt, wir werden zum ersten Mal wieder weiterlaufen lassen. Oh mein Gott. Ja, wir haben ja auf schnelle Geschwindigkeit. Sie sind ja jetzt alle dran. Nee, jetzt sind erstmal nur zwei. Ja, unser neues Gebäude, das dann so aussieht momentan. Noch relativ leer, gerade was diese Seite angeht, aber wir wollen da jetzt auch erstmal schauen, dass wir das hier so einigermaßen hinbekommen. Also zum ersten Mal sind jetzt alle da. Einige machen jetzt gar nichts, zwei Stück. Wer ist das? Das sind die, wo Designer sind. Müssen sie dann nicht die Grafik machen? Macht es Sinn, hier das sie jetzt doch mit einzustellen? Geschätzte Grafikeinheiten 10, Codierung 18. Okay, das dauert dann auf jeden Fall ein bisschen. Nicht qualifiziert für ausgewählte Aufgaben. Okay. Die scheinen aber auf jeden Fall mal glücklich zu sein. Wir können das uns ja mal anschauen. Mitarbeiter verwalten. Sie haben wir uns ja schon angeschaut.
würde ich gerne das Gehalt eben erhöhen. Wir mal hier. Emery Tate. Der Kaffee ist großartig, sehr schön, wunderbar. Und Ethel Lindsay. Ich mag die Arbeit mit meinem Team. Der Kaffee ist großartig. Okay. Okay. Ja, die könnten rein theoretisch ein bisschen marketingmäßig was machen. So, Erscheinungsdatum. Achso, nein. Ah, ja, hier. Ich habe jetzt hier gerade geschaut und gedacht, das hier wäre der Tag. Ja, da wollte ich gerade sagen, das kriegen wir aber ein bisschen später raus. Pressemitteilung. Textbilder. Ja, lassen wir mal hier ein bisschen Marketing machen. Machen die das dann? Ne, das machen dann auch die hier. Das ist natürlich gut. Dann stellen wir mal ein, dass die hier so lange hier marketingmäßig was machen sollen. Ja, Vermarkter. Vermarkter, genau. Zack. Da sind die anderen erstmal daran, noch die Spiele zu machen. Wieder alle hier in den Untergrund wechseln. Ja. So. Wir werden jetzt auch mal hier einen Hausmeister einstellen und eine Reinigungskraft. Mal einen IT-Support rufen, der mal da ein bisschen nachguckt. So, der Marketing wird auf jeden Fall hier aufgebaut, damit die auf jeden Fall was machen. Damit das auf jeden Fall schon mal da ist. So, sie möchte gerne noch mehr Gehalt. So, dann gehen wir hier ein bisschen höher, dass sie hier auch ihre 1000, also 3574. Wenn sie jetzt ein bisschen mehr verdient, ist es auch nicht schlimm. Sie verdient ein bisschen mehr. Okay. Ansonsten könnten wir die halt eben auch auf Fortbildung bringen. Dann wäre das schon gar nicht mal so verkehrt. Wir können ja beispielsweise so machen, dass das hier dann erstmal für den Anfang dann unser Programmieren, also das Team sein wird, was programmiert und dann kommt hier unsere Marketingabteilung. Wir werden das hier mal. Wir können die Räume zuteilen. Computer in Räumen, manche zuweisen, ausgewählte Räume zu Gruppen. Die haben keine, wollen sie jetzt eine Stelle? Ja. Oh, keine Ahnung. Das ist auch wieder was Neues. Ja, machen wir mal Hauptraum. Ja, super. Wow, erstmal hier schön. So, Hauptraum. Okay. Außenstil. Ich glaube, das ist nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Egal. Raumnutzung festlegen. Genau, das ist es. Ach so. Okay. Ich dachte, wir könnten hier ein Team auswählen. Das war früher auf jeden Fall mal so. Ja, dann machen wir das mal hier raus. Das hier machen wir dann Meeting. Raumnutzung hier. Meeting. Ich glaube, oder? Team wechseln. Genau. Doch, doch, doch. Alles gut. Hier Kernteam. Und hier machen wir das auch so. Kernteam. Sehr schön. Gut, dann lassen wir mal weiterlaufen. Dann gehen die vielleicht mal sich hier zusammensetzen. Wäre ganz schön. Eine Person hat schon Urlaub. Das ist schön. Freut uns total. Wir verkaufen immer noch. Also unsere Game Engine, die wird immer noch verkauft. Da müssen wir mal schauen. Wie sieht es denn aus? Wie viel haben wir denn davon noch auf Lager? Unser Diesel. Auf Lager haben wir 0, das ist klar. Im Handel sind noch 13.000. Gar nicht mal so verkehrt. Sehr schön. Also das verkauft sich gut. Das deckt momentan unsere Kosten, die wir haben. Das ist eine Sache, die nicht verkehrt ist. So, unser Marketing sieht schon mal ganz gut aus. Wir werden jetzt mal unsere Mitarbeiter auf Fortbildung
schicken. Vielleicht auch hier, was Marketing angeht, aber ich glaube erstmal, was die Codierung betrifft, wie viele Monate. Da machen wir mal 3. Programmierung, was wäre vielleicht ganz wichtig, System. Wir lassen mal System erstmal standardmäßig. Kurs starten. Das gleiche gilt auch für ihn. Ausbilden. Programmieren. Auch System, genau. Wunderbar. Dann machen die das erstmal. Bei der Programmierung unseres Spiels helfen sie uns ja momentan sowieso nicht. Das heißt, sie müssen das erstmal erlernen. Aber gut, ist kein Problem. Das ist erstmal kein Problem. Wir brauchen später auf jeden Fall einen größeren Parkplatz. Wobei, momentan machen die das ja relativ gut. Das heißt, die nutzen ja hier ein Fahrzeug oder zwei Fahrzeuge, wenn die hier hinkommen. Das heißt, die machen hier, wie heißt das? Oh, mir fällt der Name nicht ein. Ja, die teilen sich auf jeden Fall Fahrzeuge. Was nicht schlecht ist. Also ist umweltfreundlich. Also auf jeden Fall mal besser als auf jeden Fall besser als wenn man da alleine dahin kommt. Könnt ihr mal schauen. Geräusch. Oh, wir haben das vergessen, was zu machen. Und zwar Server. Wir haben ja Server hier, Server 2. Den nennen wir jetzt nicht Server 2, keine Ahnung. Was für einen Namen könnten wir für einen Server haben? Keine Ahnung. Ja, das mit dem Namen ist immer schwierig. Ja, keine Ahnung. Wir nennen das mal Speichereinheit. Nein, wobei machen wir hier so genau Speichereinheit 1. Toller Name. Ja, da sehen wir hier beispielsweise, wie viel Bandbreite es hat, wie viele Server das sind, die Auslastung momentan 0. Ja, momentan neu zuweisen. Wir haben ja momentan keine Prozesse. Wir könnten hier einen Vertrieb starten. Also alle digitalen Kopien ihrer Produkte werden über ihre eigene verkauft und benötigen eine ausreichende Serverkapazität. Ja, Speicher 1. Genau. Okay. Das heißt, wir hätten das auf jeden Fall schon mal. Das heißt, wir haben unseren eigenen Vertriebsstandort quasi fürs Digitale, aber momentan ja noch null Auslastung, weil wir halt eben da bezüglich gar nichts haben. So, wir machen jetzt langsam Verluste, weil wir jetzt kein Geld mehr einbekommen wegen unserer Game Engine. Das ist klar, das ist logisch. Aber ist ja momentan, zum Glück haben wir ja hier so einen schönen Polster. Ich will die sich hier ausruhen. Also sich hier in dem Raum haben sie sich noch nicht getroffen. Da brauchen wir, glaube ich, jemanden, der auch die Leitung quasi übernimmt. Da haben wir, glaube ich, niemanden momentan. So, wir gucken mal noch mal nach. 18 und 10. Okay. Das sollten wir aber hinbekommen bis 1988. Das ist, denke ich, kein Problem. Man könnte es jetzt schon drucken? Nee, ich glaube, das machen wir lieber nicht. Na klar, das sind hier unsere Reinigungskräfte und der Hausmeister. Ja, mal gucken, wie es hier unten aussieht. Ja, hoffen die alle schön auf die Toilette. In den Untergrund.
Also, naja, das Geld wird langsam knapp. Ob wir es schaffen werden, zugeordnete Möbel. Okay. Datenüberlagerung. Ah, okay, sehr interessant. Zufriedenheit. Okay, hier ist es sehr zufrieden. Effektivität, Beleuchtung, Temperatur, Umgebung, Strom, Wasser, Achtung, Räume ohne Gruppe. Okay. Interessant. Geräuschemäßig. Ja, hier ist natürlich ein bisschen lauter, aber das denke ich akzeptabel. Okay. Sehr interessant. Ach, jetzt wird das Marketing wieder übernommen. Die sind jetzt wieder da. Das heißt, wir werden die mal einstellen, dass die jetzt auch bei uns helfen. Denn die sollten jetzt hier zumindest ein bisschen die Fähigkeiten haben, um das zu machen. Das heißt, Programmierer, Holländern, Programmierer. Wir werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen Marketing machen. Also marketingtechnisch werden wir da auf jeden Fall jetzt relativ gut dabei sein. Also letztes Mal hatten wir ja da gar nichts gemacht. Oder relativ wenig. Bei unserem ersten Produkt, da haben wir ja überhaupt nichts gemacht, was Marketing angeht. Das ist natürlich doof gewesen. Genau, das hier können wir jetzt veröffentlichen. Da gibt es eine Pressemitteilung. Das hatten wir ja vorher nicht gewusst. Das war früher ganz anders. Hat eine Pressenachricht über Compass Universalis verschickt. Die Zielklientel weiß nicht wirklich, wer Compass Games GmbH ist. Entwicklung an Compass Universalis läuft und ist ein Vorreiter. Die Pressemitteilung ist ziemlich langweilig anzusehen, aber es klingt großartig. Sie planen es im März. Also ist März 1988 zu veröffentlichen. Genau so sieht's aus. Genau so und nicht anders. Hier sieht man, da kriegen wir schon Anhänger. Sehr schön. So, und arbeiten jetzt alle vollwertig daran. Das sollten wir auf jeden Fall locker hinbekommen. Was haben wir noch marketingtechnisch? Presse aufbauen, Hype. Ja, machen wir mal das hier. Den aktuellen Stand. Wir hätten vielleicht mal schauen sollen. Ist bereits im Präsent. Wir haben einen Testlauf für die Zielgruppe. Ja, wir haben noch nicht wirklich von gehört. Es sieht erstaunlich aus und es hat alle neuen Features. Es dauert immer noch etwas bis zur Veröffentlichung. Okay, die freuen sich also schon mal. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Oh ja, wir haben jetzt hier schon verdammt viele Anhänger. Ja, fangen wir mal mit ein bisschen Hype an. Aktuell kein Verlust an Anhängern. Ah, okay. Ja, weil wir jetzt immer mehr Anhänger. Also ich würde einfach mal sagen, Anhänger bedeutet halt eben in dem Sinne, die, wo sich jetzt drauf freuen, jetzt das Spiel dann unbedingt haben wollen. Wird der Hype jetzt erzeugt? Das ist sowas, was, ja, das ist sowas, was dauerhaft gilt. Das heißt, das muss man nicht hier jetzt so voll machen lassen und dann auf Veröffentlichen klicken. Das war letztens bei mir ein Fehler, den ich aber nicht gewusst habe, weil ich ja, zu doof war, um mir das Tutorial anzuschauen. Selbst schuld, ich weiß. Okay, das kriegen wir schon relativ gut hin. Wir können ja schon wieder mal hier nochmal Presse aufbauen, nochmal eine aktuelle Kopie verschicken. Das sollte normalerweise den Hype auch nochmal ein bisschen. Ja, es könnte der große Hit werden. Das hoffen wir doch sehr. Gut, die Programmierung, also die Code-Einheiten, die haben wir schon fast. Die Code-Einheiten, wie das sich anhört. Aber auch nur im Wörtchen so. 100.000.
unseren Fans fällt das auf. Ja, schön, dass es schon ein bisschen lange her ist. Grafikeinheiten. Das heißt, wir werden unsere Mitarbeiter bald hier bei 2D-Kodierung mal trainieren lassen, oder? Nee, wobei. Oder ist das doch Grafik? Ich glaube, das könnte echt Grafik sein. Naja. No. Wir werden es mal überprüfen. Ja. Unser Team wird das uns mal sagen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Vielleicht kommt es doch früher auf den Markt. Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung. Ah, jetzt werden es weniger. Jetzt werden es weniger. So, ja, pausieren, beenden. Audio sieht nicht so toll aus. Reviewgenauigkeit 0%. Wow. Dankeschön. Aha. Wir sehen also auch von unseren Leuten, wer das toll findet und wer weniger. Können wir also auch davon ausgehen, dass es noch nicht so gut ist. Ja gut, das ist hier sind diese Grafikeinheiten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nein, wir verlieren unsere ganzen Anhänger. Ja, dann werden wir mal halt eben nochmal hier Presse aufbauen. Nochmal eine aktuelle Kopie versenden. Ja, jetzt wird es wieder mehr. Es sieht erstaunlich aus. Vielleicht schaffen wir es doch nicht rechtzeitig. Nee, ich glaube, das hier könnte echt ein Erfolg werden. Wir bezahlen momentan relativ viel Lehrgeld, aber trotzdem. Wir werden mal hier einstellen, dass sie jetzt jede Rolle übernehmen. Nicht, dass jetzt da nichts gemacht wird bezüglich Grafik. Ich habe irgendwie da die Befürchtung, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Wir werden es sehen. Ja doch, vielleicht, weil hier geht es langsamer voran. Jetzt geht es hier schneller voran. Ja, wir wissen, dass wir relativ lange her, dass es relativ lange her ist, dass wir ein Spiel in Simulation auf den Markt gebracht haben. Ja, bringen wir halt eben nochmal hier das hier, zack. Ja, 100.000, das ist in Ordnung. Die Presse, die findet das auf jeden Fall momentan gut. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Wir können ja das hier mal aufhören, dann geht das vielleicht schneller, weil dann konzentrieren sie sich auch da drauf. Ja, dann verlieren wir halt erstmal ein bisschen. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Genau, jetzt geht es auch viel, viel schneller. Gut. Ist halt eben die Frage, wie sehr lohnt es sich jetzt über diese Werte zu gehen. Das heißt also, wenn wir ein besseres Spiel hervorbringen, als wir es eigentlich geplant haben. Ja, ich weiß, dass wir das, dass es schon lange her ist. Ich glaube, wir bringen das echt ein bisschen früher auf den Markt. Aber ich möchte wenigstens irgendwie nur so ein bisschen in die Nähe da kommen. Wir können ja nochmal überprüfen. Team. Nichts ausforcen, ist viel zu teuer. Es ist mir wohl bewusst, wenn wir das hier machen, dass wir hier ein bisschen Tempo rausnehmen. Das ist klar. So, zack. Sieht doch jetzt schon mal besser aus. Ja, ich glaube, wir bringen das echt ein Jahr früher raus. Bei Grafik 8, ja, ich bin ungeduldig, es tut mir sehr, sehr leid.
Aber unsere Fans, sie wollen das. Da haben wir halt hier besser programmiert, Grafik, bei 8 bringen wir es raus. Ja, machen wir mal hier nochmal das hier. Ja, wir haben 8, das heißt, wir werden es hochstufen. Okay. Jetzt ist erstmal die Beta. Gucken wir mal. Gut, aber bevor wir weitermachen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von eurem Krumpers. Bombus.